Ja, wir starten hier auf der neuen Map. Wir sind am Nordmeer, europäisches Nordmeer. Und ich bin immer noch hier mit dem Presseaccount unterwegs, teste für euch ein wenig, was funktioniert und mit welchem Setup starten wir am besten. Also, wir gehen direkt rein, ab zum Shop hier als erstes. Und dann gucken wir natürlich, was ist anfangs sinnvoll und was können wir anfangs verwenden. Wir können, und das ist ja schön, ganz, ganz viel verwenden, was wir schon haben. Das bedeutet für die Kunstköder, dass wir zum Beispiel diese Weichplastikköder hier verwenden können. Hier gerade eben schon verwendet. Kommt jetzt gleich im Anschluss auch noch, da habe ich schon zwei Videos vorbereitet, die schneiden wir jetzt gleich schön hinten dran. Also, die Kandidaten hier, die kann man verwenden. Andere Köder wie vielleicht hier den Quicker oder sowas. Auch sowas einfach probieren, testen. Einige davon haben auch schon etwas größere Haken mit implementiert, dass man da auch die größeren Haken verwenden kann. Aber wir haben hier schon oder wahrscheinlich schon im Inventar ein richtig großes Portfolio an Ködern, die wir jetzt schon verwenden können. Bedeutet also, hier könnten wir schon mal ein wenig sparen, wenn wir wirklich günstig unterwegs sein wollen. Genauso auch hier bei den Blinkern. Einfach mal überlegen, na, was sieht denn mal so aus wie ungefähr ein Pilker? Auch das durchaus mal testen. Auch da werde ich natürlich reingehen. Hier irgendwelche länglichen Köder. Also die werde ich auf jeden Fall nochmal testen. Nehmen wir mal hier so drei intensive Farben. Zap, zap, zap. Das wird getestet. Vielleicht sogar diese Kandidaten hier. Volkoff, die ja wirklich sehr stiefmütterlich eigentlich im Süßwasserbereich anzutreffen sind. Und sehr selten eigentlich verwendet werden. Auch da gehen wir mal ein bisschen... Gehen wir da mal ein bisschen mit rein. Dann wollte ich aber auf jeden Fall auch noch mal was Kleines testen. Da testen wir mal irgendwas, was wirklich ein bisschen kleiner ist. Ich nehme mal erstmal nur so drei Farben. Oder hier die ganz klassische Hunter-Serie. Ne? Also Hunter-Serie, rot, gelb, vielleicht noch mal hier so grün. Zack, zack, zack. Die testen wir auch mal. Also mit den Basics reingehen. So viel zu den Ködern. Dann ist es natürlich ganz wichtig, das Meeres-Tackle. Wir starten vom Skill her bei 0% im Meeresangeln. Das bedeutet, für 0% haben wir auch erstmal nur frei die Verwendung der Meeres-Pilk-Route sozusagen, der Pilkrouten. Und dementsprechend wählen wir eben auch hier die Pilkroute aus und haben dann eben die Auswahl und die verschiedensten Pilkrouten hier hinten. Hier kommen dann auf einmal zwischendurch, da auch drauf achten, die mittleres Meeresangeln-Routen. Man erkennt das relativ schnell, immer wenn ihr euch denkt, boah, mega, hier ist ja eine Route mit 320 Kilo Tragfähigkeit. Ja, nee, das spielen wir dann eben erst später frei. Meeresangeln, damit starten wir, wie gesagt, Pilken, diese drei. Dann haben wir hier mit der Zeit dann, da kommen hier leichte Bootsrouten, mittlere Bootsrouten und so weiter. Wobei dann die mittleren, das mittleres Meeresangeln vielleicht dann doch schon frei ist. Ich sehe es hier gerade nicht. Dementsprechend, wir geben 7 Punkte rein in die Pilkroute und haben 1, 2, 3, ja, haben doch dann schon alles frei. Oder ist es doch hier leicht, mittel, ermöglicht die Verwendung einer Bootsroute mittleren Klasse. Entwickelt sich zusammen mit Pilkrouten und anderen Bootsrouten. Na, da bin ich gespannt. Das müssen wir testen. Unser Account ist halt auf 100%. Der Test, der Presse-Account, der ist halt auf 100%. Da ist das jetzt schwer zu sehen. Das werden wir sehen bei Release. Aber ein guter Start in das Ganze. Und das ist auch eine Route, die ich mir auf jeden Fall holen werde, ist bei den Pilkrouten einfach dieses Teil. Es ist leichtes Angeln. Das bedeutet, wir haben plus 50% an EP.
Und zusätzlich zu dem plus 50% EP haben wir da oben plus 5% aufs Meeresangeln. Das heißt, wir sind immer 5% schon mal weiter mit dieser Route. Wenn wir die also verwenden, schon mal 5% weiter. Plus wir haben Bonus auf diese drei Montagen. Also auf Meeresjig, auf Filetjig und eben auf die klassische Pilkmontage. Bedeutet also auch, wenn wir die in Verwendung haben, dann haben wir schon mal da kleine Vorteile dadurch. Und wir haben hier eine Tragfähigkeit von fast 200 Gramm und damit bekommt man schon einiges raus. Ja, was man damit rausbekommt, und ich würde sagen, der Aufbau, ja, das zeigen wir natürlich auch gleich noch im Anschluss. Das heißt, wir haben, wo ist das Gerät? Hier ist es. Ich habe das jetzt einmal so zusammengebaut. In Verwendung ganz normal mit der Wenger. In Verbindung mit der wohl genialsten neuen Schnur im Game. Absoluter Hammer. Detail gibt es in verschiedensten Stärken, in verschiedensten Längen und Volumen sozusagen. Wie viel Meter hier drauf sind auf diesen Rollen. 300, 600, 1200. Wie gesagt, verschiedenste Stärken. Ich denke, das Ding wird im gesamten Game richtig, richtig gut und gerne genutzt werden. Multicolor Rollen haben einfach den Vorteil, dass wenn wir das hier auswerfen, wir sehen schon da unten das Rad, also unten in der Anzeige mit 000. Und wenn wir das dann auswerfen, sehen wir quasi, wie viel Meter Schnur wir ausgeworfen haben. Absoluter Hammer, sehr, sehr genial. Und ich würde sagen, wir testen das Setup jetzt hier einmal in Action, und zwar einmal mit diesem klassischen Pilker und danach auch nochmal, und das kann man sogar ganz ähnlich verwenden, mit der nächsten Montage. Das ist dann die Meeres-Jig-Montage. Diese Montagen hat man als erstes frei und dann kommt eben als nächstes, ne, das Filet-Jig, wofür man dann, wenn wir hier umbauen, auch hier wieder den Jig-Kopf, und dann braucht man aber hier die Filets. Auch das richtig, richtig sexy. Auch das gar nicht so verkehrt. Ich war ja vorhin schon mit dem Jig unterwegs. Und dann haben wir hier unser Filetiermesser. Und dann habe ich hier ein paar Köhler gefangen. Ihr seht es, wie gesagt, von der Zeit relativ schnell. Einfach durchgejiggt. Zack, zack, zack. Und wenn wir dann hier dieses Filet nehmen zum Beispiel, dieses auswählen, dann haben wir davon 10 Brocken. 10 Klumpen, das heißt Köhler ab 300 Gramm, ich klicke es nochmal raus, ab 300 Gramm können wir verwenden. Fangen wir mal an hier mit dem kleinsten, und wenn wir jetzt vielleicht mal das hier nehmen, wir nehmen mal Filetstreifen, habe ich noch gar nicht verwendet, anfertigen. Zack, haben wir hier 6 Filetstreifen, die wir hier der Länge nach dann rausschneiden aus dem Fisch, da verwenden wir die. Dann machen wir den hier einfach nochmal. So, zack, auch der hergestellt. Hier sind jetzt 8 Stück rausgekommen, also höchstwahrscheinlich gewichtsabhängig. Aber immerhin 8 Stück von diesen Klumpen. Dann haben wir hier einen 1,5er. Ich schätze jetzt einfach mal, hier kommen 2 bei raus. So, jawohl, 2 Stück, linke Seite, rechte Seite. Das sind natürlich jetzt schon hier die großen Filets, 50 Gramm. Auch da natürlich super aufpassen mit dem Wurfgewicht. Und dann kommen wir hier, ja, auf die richtig, richtig großen Brocken. Das ist dann allerdings auch schon eher fürs Endgame. Wobei ich das natürlich auch hier im Nahbereich testen muss. Was willst du anderes machen? Wer weiß, was hier alles draufballert im Fjord sozusagen. Und dann fertigen wir das auch nochmal an. Da kann eigentlich nur einer bei rumkommen. Wir haben ja auch nur einen Kopf, ne? Ja, 350 Gramm. Und da sehen wir schon. Keine Chance. 350 Gramm das Teil bekommen wir am Anfang einfach nicht raus. Tja, also können wir so gar nicht anfangs verwenden. Keine Route bietet das. Hier in dem Bereich, wie gesagt, mit 50 Gramm, das werden wir wohl noch hinkriegen. Heißt also dann auch im Umkehrschluss, wenn wir jetzt das so umgebaut haben und wir würden jetzt hier so ein Filet dranhängen. Ja, jetzt haben wir hier einen 6-0er Haken, ist glaube ich eine ganz gute Größe. Dann können wir das anfangs eben so verwenden. Beifänger
dieser ganze Bereich, das kommt später. Das kommt später, genauso wie auch bei dem Pilk-Montage, bei der Jig-Montage. Alles das kommt später. Das spielen wir eben hier mit der Zeit frei. Dann kommen hier auf einmal Lockmittel für Pilker, Zusatzhaken für Pilker. Da kann man zum Beispiel auch nochmal was dranhängen. Fischfetzen oder sowas. Und so weiter und so weiter. Dann kommen hier neue Montagen. Und dann Verwendung von Beifängern. Hier hinten haben wir das. Und ihr seht, wie weit das ist. Da sind wir vielleicht so bei 70%, 80% vielleicht schon. 60, 70%. Das bedeutet, am Anfang sind wir hier alle ganz easy mit ganz normaler, leichter, kleiner Montage unterwegs und können diese riesen Kombinationen an Paternoster-Montagen alles noch gar nicht herstellen. Und dementsprechend sind wir eben auch sehr, sehr gut aufgehoben hier in diesem kleinen Fjord. Also mein Tipp absolut, haltet euch mit den Anfangsrouten hauptsächlich hier auf. Nicht nur aufgrund der Tiefe und Schnurkapazität, sondern eben auch aufgrund der Fischgrößen, des Drillverhaltens und so weiter und so weiter. Sobald man mit den Bootsrouten unterwegs ist, dort kommen dann die Konventionalrollen drauf. Dazu gibt es natürlich dann nochmal ein extra Video. Dort kommen die Konventionalrollen drauf und dann raus aufs Meer. Aber solange man eben damit noch nicht unterwegs ist, ja, ist das hier eine extra Map für sich sozusagen, ein abgeschlossener Bereich. Wir haben das hier schön abgeschlossen. Vielleicht kann man sich ja mal so ein bisschen hier in diesen Kantenbereich noch wagen und da mal ein bisschen rumprobieren. Aber hier ist es ja auch noch nicht ganz so tief. Mit 30 Meter ist das und 45 Meter ist das ja alles noch ganz okay. Hier schön im Uferbereich. Aber wie gesagt, hier in dem Bereich, wenn ihr hier mal mit dem Boot dann losfahrt, hoppala, dann ist hier eine Fischdichte und Population schon anzufinden. Das ist der absolute Hammer. Wie gesagt, Scholle, Dornhai, Schellfisch, Köhler natürlich, Skorpion, alles hier. Alles in diesem Fjord hier gefangen und noch einiges mehr, was alles noch nicht entdeckt wurde. Ja, also die beste Möglichkeit und wahrscheinlich auch die günstigste Möglichkeit zu starten, ist hier vom Land aus und das jetzt hier mit dem Start-Pilking-Set sozusagen. Ich habe das jetzt mal hier so zusammengebaut, hier einen 125er Pilker drauf getan und ja, den werfen wir jetzt hier einfach mal aus. Ich stehe hier direkt noch im Fjord an der Base sozusagen. Hier vorne genau ist der Hafen und ich werfe jetzt von hier aus, man muss halt nah ranzoomen. Genau, hier in das 86er Loch, maximal weit aus, zack, schön weit raus und dann heißt es absinken lassen. Das dauert jetzt natürlich alles noch ein bisschen, gerade schon mal ein bisschen durchgejiggt. Jetzt zuletzt sogar hier einen kleinen Dornhai gefangen, das ist natürlich auch nett. Der erste kleine Hai mit gerade mal 700 Gramm. Naja, da ist natürlich vielleicht noch ein bisschen Potenzial. Aber immerhin hier auf diesem Bond 005, den roten, ist er hier auf dieses Setup, ist er hier schon mal reingegangen. Genau. Mit 2 Nuller Haken, so ein kleiner Pilker. Ja, und was macht man jetzt hier? Jetzt haben wir hier schon wieder die Meldung, das ist halt immer wichtig, das ist auch sehr gut, wenn man auf dem Boot steht für die normale Drift. Das heißt, durch Ebbe und Flut, durch die Gezeiten wird man halt hin und her gezogen hier so ein bisschen. Genauso eben auch durch den Wind fremd gesteuert, wenn man einfach den Motor ausmacht und man hat das dann stehen, ist das nicht verkehrt. Um das zu erreichen, ist allerdings auch essentiell, dass wir hier den Bügel zumachen und Spannung aufbauen. Zack, so, jetzt haben wir hier schon wieder Spannung. Und dann haben wir hier auch Bewegung in Grundnähe, weil wir jetzt natürlich an Land stehen, haben wir natürlich nicht wirklich Bewegung in Grundnähe. Das heißt, wir können hier zum einen immer so ein bisschen rumzuppeln. Das heißt, wir haben dann immer so ein bisschen Bewegung. Oder wir drehen hier einfach mal so ein bisschen durch. Zack, lassen wieder absinken. Machen vielleicht ein oder zwei Bewegungen. Gucken wir gleich mal, dass wir dann da richtig reinkommen. Ich bin jetzt hier mit der 50er Einholgeschwindigkeit, genau.
Man kommt auch gut in den Jig rein. Also auch das funktioniert hier mit den Pilkern. Einfach durchziehen, einfach in die Jig-Führung gehen. Und zwischendurch steht tatsächlich auch nochmal das Pilken da. Also auch das kann eben passieren. Guck mal, hier haben wir jetzt die Jig-Führung, genau. Und dann jiggt man quasi die Pilker einfach über den Boden. Auch das ist tatsächlich möglich mit den bisher bekannten Ködern, mit Blinkern und Co. Das ist natürlich, das gilt es jetzt natürlich auch zu testen und rumzuprobieren. Gibt es da irgendwelche ganz interessanten? Ich hatte zum Beispiel auch schon Fänge, ja, auf der Jig-Montage mit Schaumgummi. Auch das habe ich natürlich schon probiert. Die Balsa habe ich auch schon ein bisschen probiert, aber da ist bisher noch nichts reingegangen, zum Glück. So, und jetzt wird hier einfach weiter durchgejiggt. Ja, wir sind 100 Meter weit draußen. Das ist natürlich jetzt schön mit dieser Schnur. Die Schnur bietet einfach hier ja die Möglichkeit, dass wir genau da unten jetzt sind wir bei 95, dass wir sehen, wann wir einkurbeln. Da dreht es sich dann halt um die Zahl herum. Und zum anderen, wie viel Meter wir eingekurbelt haben. Jede Farbe sind 5 Meter. Und darin können wir dann eben schön erkennen, wie weit wir jetzt draußen sind. Und wie weit wir dann schon hier ausgeworfen haben oder wie tief wir dann unten sind. Ja, und jetzt geht das halt hier die ganze Zeit und man testet, ne? Altbekannt. Und dann wird halt probiert. Angenehm ist es natürlich dann, mit dem Boot rumzufahren. Allerdings, wenn man wirklich mit wenig Silbereinsatz unterwegs ist, sehr günstig unterwegs ist, dann ist es natürlich wirklich auch praktisch. Zack, guck mal da, dass man das auch vom Land aus machen kann hier. Das war jetzt hier so ungefähr auf 80, 75 Meter. 75, ja, machen wir mal so, sagen wir mal so auf 80 bis 85 Meter, dass man da ein bisschen jiggen kann. Heißt also, theoretisch könnten wir jetzt hier schon den Clip wieder einstellen. Nur so ungefähr auf diese Entfernung werfen. Und dann in dem Bereich halt nochmal versuchen, was dann da reingeht. So, mittlerweile wird es auch hell. Oder ist es schon wieder richtig hell? Aber so starten wir dann quasi schon hier mit den ersten Skillpunkten. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier drin haben. Das ist jetzt tatsächlich die günstigste Variante, dass man hier schon die ersten Fische rauszieht. Was man natürlich zusätzlich machen kann, Grundruten auswerfen. Ach, guck mal. Das ist doch sogar schon richtig schön. Auf den Jig. Die Scholle guckt uns da an. Die Scholle guckt uns da an. Richtig, richtig nice. Sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Die Färbung sensationell. Zack. Und hier die Unterseite. Die Plattfische. Ist das der Hammer? Ist der absolute Hammer. Also schön auf Jig. Die kleine Scholle. Das ist doch mal was. Sehr, sehr cool. Ja, feiere ich hart. Also das, wie gesagt, auf Jig. XP-mäßig auch natürlich gar nicht verkehrt. Und auch Kohlemäßig. Da schauen wir nochmal eben rein. So, und da sind wir hier am Fischmarkt. Und da sehen wir auch schon hier die Scholle. Ja, gar nicht so schlecht. Schellfisch hier gerade auch schon gefangen. Genau, Schellfisch dann auf die Jig-Führung. Dornhai jetzt gerade mit und die Scholle beides mit Pilker. Und das war vorher mit ein bisschen Rumtesterei. Da haben wir hier schöne Köderfische. Die können wir ja alle schön verarbeiten. Die sind auch ganz gut. Man sieht es hier in der Zeit. Innerhalb von einer Minute, zwei Minuten sind die halt hier reingerasselt. Auch das funktioniert eben hier ganz gut. Also so für den Start ist das doch schon mal gar nicht verkehrt. Hier jetzt in diesen 15 Minuten schon mal die 40 Silber gemacht. Ist das Standard? Werden wir sehen. Testen, 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 Spots ausprobieren, teilen mit der Community, Austausch untereinander. Link zur Community, unten ist der Link zum Discord und dann Attacke Vollgas. Also, ich bin jetzt hier gerade quasi in der Nähe der City noch und teste hier verschiedene Köder, die man wahrscheinlich sogar jetzt noch in der Tasche hat. So zum Beispiel hier sowas Längliches. Ich zeige das gleich im Setup nochmal.
Und dann gucken wir einfach mal, was jetzt hier gerade drauf einsteigt. Öpp, komm mal ran hier. Na, das ist doch schon mal nett. Ein schöner Schellfisch. Ja, 2,5 Kilo. Das ist doch ganz okay. XP sind auch ganz okay. Also noch ein kleines Exemplar natürlich, aber so 50 cm, das passt doch schon. Und vor allem einfach auch gefangen auf relativ einfachem Setup. Das ist jetzt noch nicht ganz Einsteiger-Setup. Das ist jetzt quasi die etwas größere Version. Das Ganze ist jetzt hier schon mal auf Jig passiert, Meeres-Jig-Montage. Ob das mit normalem Jiggen funktioniert, kann ich mir gut vorstellen, denn das hier ist ein alter Bekannter. Das ist hier der Real Worm. Ganz normal, wie man ihn eigentlich schon kennt. Wobei vielleicht nicht ganz normal. Der hat mittlerweile eben auch hier etwas größere Haken, die man verwenden kann. Und ja, dementsprechend, ich habe jetzt hier gerade einen 6-0er Haken in der Verwendung. Und ja, das ging doch schon ganz gut eigentlich raus. Wobei man hier eben auch sagen muss, ne, auch das Setup hier ist natürlich schon groß. Und wie gesagt, hier die ganz große Pilkrute. Ja, das beste Teil, was man sich für den Start so schon holen kann. Gefangen wurde der jetzt gerade hier auf der Montage Meeres-Jig, also Meeres-Jig-Montage. Wir starten ja mit der Pilkrute und haben das dann quasi als nächstes freigespielt. Auch hier natürlich jetzt dann direkt schon Punkte rein investiert, was wahrscheinlich nicht zwingend notwendig ist, wobei man damit eben auch ganz gut startet, wie man dann später die Punkte verteilt. Da müssen wir uns noch ein bisschen Gedanken machen, denn, tja, die Frage ist halt immer, was ist wirklich wichtig, was braucht man, und da werden wir natürlich im Detail auch nochmal drauf eingehen. Also, so viel dazu, das ist jetzt sozusagen erstmal der Start. Denkt nicht, dass man ganz schnell ganz groß rangeht, das ist einfach der wichtigste Punkt. Man startet mit schön entspanntem kleinen Pilker. Und damit ist man aber auch schon erfolgreich. Und das Geile, und das ist wirklich der absolute Hammer, wir kriegen einfach einen schönen Fortschritt. Und mit fortschreitendem Skillbaum, mit immer mehr Prozenten im Meeresangeln und dem Freispielen von anderen Montagen und Seitenarm und so weiter, wird man einfach immer effektiver. Noch ein Punkt, der vielleicht ein bisschen negativ gesehen werden kann. Man hat ja nur eine Rute in der Hand die ganze Zeit, weil man ja nichts abstellen kann. Ja, anfangs auch absolut richtig. Später, wenn ihr euch überlegt, man hat hier, wie auch im Livestream zu sehen war, eine riesen Montage mit 3 oder 4 Haken dran. Bedeutet also, ihr habt 1, 2, 3 Routen wieder. 3 verschiedene Köder, die für sich wirken, genauso wie 3 Ruten, und das aber eben alles in einem. Das heißt, man wirft einmal aus mit einer Rute und 3 verschiedenen Haken sozusagen und 3 verschiedenen Ködern oder 3-mal den gleichen Köder, wirft einmal nur runter in 190 Meter Tiefe und hat aber gleichzeitig theoretisch alle 3 Ruten ausgeworfen. Und dementsprechend hat man dann genau wie bei dem 3-mal-Angeln, naja, vielleicht nicht ganz genau, aber schon recht ähnlich, eben die Chance mit 3 Ködern, dass da was beißt. Natürlich hat man dann auf einmal auf allen 3, also nicht auf allen 3 Ködern gleichzeitig Biss. In der Phase, wo man hochkurbelt, hat man dann quasi keine Rute im Wasser, das ist natürlich klar. Aber man ist trotz allem sehr, sehr effektiv, wenn man dann eben im späteren Bereich ganz viele Köder gleichzeitig verwenden kann. Ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte auch hier jetzt nochmal besprochen. Jetzt geht es ans Angeln. Attacke Vollgas. Ich werde das hier nochmal ein bisschen jetzt testen. Mit dem Filet habe ich noch gar nicht probiert. Bin auch sehr gespannt, was da reingeht. Ja, das war doch ein Zeichen. Ich wurde rausgekickt. Ja, und dementsprechend ran ans Wasser. Hoffen wir mal, dass das Ganze hier richtig gut reinballert, sucht Spots, teilt euch oder tauscht euch aus, teilt die Spots, die ihr gefunden habt, teilt die Köder, die Montagen und so weiter. All das machen wir natürlich auch im Discord. Wie gesagt, Link zum Discord unterm Video. Und jetzt Daumen da lassen, wenn es dir gefallen hat. Kanal abonnieren, wenn es dir geholfen hat. Das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.